Der Soundeffekt passt jetzt irgendwie nicht ganz. Naja. Nein, 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 nein. Auf, 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 auf. Auf! Idiot! Ach, geht doch. Und nicht schon wieder so ein Vieh. Siehst du mich? Siehst du mich? Siehst du mich? Ja, ich glaube, die Antwort lautet ja. Habe ich gesehen, verdammt. Weg, 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 weg. Wo bist du? Wow. Gehst du hier lang? Gar nirgends, oder was? Das ist jetzt ein bisschen suboptimal. Ach, da geht's hier rauf noch. Hallo? Ah! Da geht es weiter. Ja. Sehr vertrauenserweckend übrigens. Ja, da kommt das Vieh wenigstens nicht rein. Uah. Hallo. Bastard. So viel zum Thema. Muss ich hier runter? Muss ich hier? Ja, muss ich runter. Wohin? Wohin? Er speichert schon mal. Ich versuche mich jetzt... da schläft so ein Vieh. Ich versuche mich jetzt hier mal vorbeizuschleichen. Das würde aber wahrscheinlich nicht funktionieren. Geht's hier weiter? Ich glaube schon. Wir sollten ihn jedenfalls nicht wecken. Ist auch noch einer. Hau ab. Bleib mir vom Leib. Ich gehe jetzt hier einfach rückwärts raus. Lass mich in Ruhe. Hier geht's raus. Lass mich in Ruhe. Er ist verschwunden. Was hat er jetzt gebracht? Wow. Ich hau lieber ab. Immer noch oben. Der Weg deutet sich immer so ein bisschen an. Das finde ich schon mal ganz toll. Es gibt ja auch Spiele, die einen einfach ins kalte Wasser werfen und dann kann man das drehen. Ja, was? Das bringt es mir gerade ein Rätsel. Ah, da wird irgendein Gas freigesetzt, dass die Viecher einschläfern oder so, oder wie? Wow, bisschen laut. Ich komme mir hier gerade ein bisschen... Ja, er speichert schon wieder. So, ein... Ach, super. Ich mach mal das Licht aus, vielleicht hilft das was. Hier an dem Vieh vorbei. Aufpassen, wo ich hinlaufe. Nicht auf irgendwelche Knochen treten oder so. Das wäre nicht so vorteilhaft. Denn dann wacht er auf. Und durch. Wunderbar. Das Licht wieder einschalten hier, obwohl hier auch Licht brennt. Ich nehme jetzt mal vorsichtshalber die. Hier ist ein Stiefel. Ah, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben das Archiv erreicht. Will hier nicht runterfallen? Nicht gut. Wo geht's hier lang? Zu einer Lampe und einem Computer. Uah. Ja, klar, dagegen laufen, gegen den fetten, massiven Schreibtisch und gleich mal alles umwerfen. Sehr realistisch. Wunderbar. Filter. Die werden wir noch brauchen können. Aber hier gerade. Yay! Schwebende Büromaterialien. Der neueste Schrei. Jetzt in jedem Büro. Kaufen Sie Ihr schwebendes Telefon jetzt. Und bekommen Sie eine Anbindeschnur gratis dazu. Geht's hier weiter? Ich glaube, hier müssen wir durch. Aber wie? Hier geht's irgendwo in den fetten Bunker. So wie ich das jetzt sehe. Oh. Wir sind im Militärarchiv scheinbar. Die Frage ist, was suchen wir jetzt? Ja, eine unbeschriftete Schublade rausziehen ist auch eine Option. Mach doch nicht so einen Lärm.
Ah, tja, Mann, du sollst keinen so einen Lärm machen, Mann. Wir sind hier in einem Haus voller Monster. Depp. Erstmal wahllos irgendwelche Schubladen rausziehen, ist natürlich auch toll. Aha. Eine rote Mappe. Und wir sind draußen. Aus der Bibliothek. Hat doch gut funktioniert. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Ja, alles hing davon ab. Das stimmt allerdings. So, ich muss jetzt hier lebendig wieder aus der Bibliothek kommen. Hat er ja gerade schon gesagt. Könnte allerdings ein bisschen kompliziert werden. Ja, schnell weg. Ich will nicht dahin, wo die schwarzen Viecher sind. Wieder auch so schön hilflos hier aus dem Loch gerabbelt. Und es gewittert. Na, klasse. Und keine Menschenseele weit und breit. Noch besser. Ach nö. Wow, wow, wow. Bam. Voll in die Fresse. Danke. Wo willst du hin, Mann? Für 50 Kugeln bring ich dich. Ist das ein Miller? Du hast es also geschafft. Ja, Junge, ist ein Miller. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. Hast du etwas gefunden? Okay, steig auf. Oh ja, wir haben es geschafft. Wo geht es denn? Hätte ich nicht gedacht, dass wir so gut durchkommen. Artyom, klingelt es bei dir, wenn du den Namen Khan hörst? Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Ja, das... Das muss ich. Klar. Ja, ich Lachen weiß Sie nur Khan selber. Ach, schade. Musik aus. Eine Kirche. Wären wir. Hat er eben was gerade so beschrieben. Der erste und bislang einzige menschliche Außenposten hier oben. Spartas Außenbasis. Geh dich um. In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Und wir sind wieder in einer Basis. Diesmal in Moskau. Im atomverseuchten Moskau. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier noch kurz um. Und bevor das nächste Kapitel beginnt, mache ich eine Aufnahmepause. Denn das wird das letzte Kapitel von Metro 2033 sein. Kann ich mich hier noch... Oh yeah, ah, ja, top aus. Ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. Was ist das hier? Ah, das ist die AK-2012. Oh yeah. Die ganze Moon nehmen wir einfach mal mit. Auch wenn wir sie eventuell gar nicht brauchen, aber ist ja mir egal. Vielleicht können wir sie ja noch irgendwann benutzen. Eine neue Gasmaske gibt's. Die wir hier drin, glaube ich, nicht brauchen werden. Na, geh runter hier. Ja, die brauchen wir hier drin nicht gut. Hier das Zeug haben wir alles schon voll. Dann die Moon da unten. So, hier ist Moon voll. Was nehmen wir hier für eine Schrotflinte mit? Was haben wir hier? Nehmen wir da... Was ist das für eine? Mit Ding mit... Was ist das? Die wäre, glaube ich, ein bisschen mächtiger. Denke ich jetzt mal. Das wäre eine Verschlechterung, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Wenn ich jetzt die hier auswähle... Wäre eine Verschlechterung zu der, okay. Dann lasse ich die da. Schau ich mal, was es hier noch so gibt. Hier geht's. Hallo, Artyom. Hallo. Was es hier noch so gibt, wollte ich schauen. Gibt's hier nichts mehr?
Wäre ja irgendwie langweilig. Ist ja sehr groß, der Außenposten. Muss man ihn schon lassen. Was haben die hier noch so? Kann man nicht noch was machen? Nö, oder? Liegt noch eine Kalasch mit Zieloptik. Hier geht's in Color. So, ich glaube, wir sind ganz gut ausgerüstet. Hier liegt noch unaufnehmbare Munition rum. Wir sind einigermaßen gut ausgerüstet. Wir haben hier... Wie kann ich eigentlich das Inventar jetzt hier tun? Geht das nicht irgendwie? Ich drücke einfach mal ein bisschen blöd rum. Vielleicht funktioniert's ja. Aber ich glaube nicht. Nö, irgendwie scheint es... Irgendwo gab es eine Taste. Ich weiß aber jetzt gerade nicht welche. Naja. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Taste das war, aber naja. Wenn wir hier drauf gehen, hier haben wir die die Kalasch 2012, glaube ich. Hier haben wir das komische Schrotmonstrum. Hier haben wir die Schalldämpferpistole, die wir wahrscheinlich nicht so brauchen werden, aber egal. Granaten haben wir genug, eine frische Gasmaske haben wir, Filter haben wir genug, Nachtsicht haben wir. Wir haben eigentlich alles. Geht's dann hier wieder weiter, oder was? Ich glaube, hier geht's noch auf die nächste Ebene rauf, oder? Ja, hier geht's zum Miller. Oh, das ist der Altar der Kirche scheinbar da. Oder irgend sowas. Ich kenne mich ja mit dem religiösen Zeugs auch nicht so aus. Und jetzt geht's hier, glaube ich, weiter. Ja, hier geht's weiter. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Ja, wir sind bereit. Für das... Okay, Entschuldigung. Das vorletzte Kapitel. Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir... Oh, kommt die auf einmal her. Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Okay, wir begeben uns auf den Weg zu D6. Einem unterirdischen Bunkerkommando-Gedöns. Es ist das Verlies der alten Kirche. Rein. Das schauen wir uns jetzt noch an, da dürfte ein neuer Abschnitt starten. Gut. Mit diesem Zug geht's auf nach D6. Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. So, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme mit dem vorletzten Kapitel von Metro 2033, wo wir uns durch ein, ja, mehr oder weniger geheimes Kommandozentral-Gedönsteil der Sowjetunion schlagen. Und ja, man sieht sich in der nächsten Aufnahme. Euer Code Red.